So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of All. Wir sind jetzt momentan am Dragodion Totenbeschwörer dran und wir kämpfen uns durch diese schwere Gegend. Wie heißt der? Prisoner's Gate, genau. Oh Gott. So, hier hat es noch mehr. Ja, unsichtbare Gegner sind auch nicht so gut für ihn. Das sieht man. Aber dafür kann er auch mit viel MF-Items recht gut überleben. Durch die Totems, die tanken. So, hier haben wir dann noch ein Portal irgendwo. Das sollte eigentlich relativ immer in der Nähe vom Eingang sein. Zwischen dem Eingang eigentlich und dem Questgeber in dieser Region. Das muss ungefähr hier sein. Ja, da ist der Wegpunkt und da oben ist der Questgeber. Oh Gott. Hat wieder geleckt. Wieder diese Desyncs. So. Da oben ist der Monsieur. Captain Fairgraves. Aha. Der will, dass wir eine Statue oder so holen. Was machen wir? Ist in einer Höhle hier in den Shipyards versteckt. So. Hier oben im Wasser gibt es meistens noch ein paar. Was ist das gewesen? Ein paar Elite oder Champions. Oh, Chris ist wieder mal online. So. Hallo, was bist du für ein... Ah, du hast kein Wahlzeug. Das ist gut, dann bist du auch schnell down gewesen. Du wärst nur groß durch einen Effekt. Zerstören, vernichten, zerstören, vernichten. Oh Gott, das sind viel zu viele Gegner. Ich habe ja nicht mal Zeit, die Totems zu setzen. Das nervt. Und wieso laggt das jetzt schon wieder so extrem? Ist das Fraps? Ach Gottchen. Was soll ich mit Dual Strike? Oh Gott, jetzt schlägt es ein. Snap. Oh Gott, nervt das langsam. Lasst mich in Ruhe und sterbt endlich. Habt ihr so viel Weihresistenz? Ja, natürlich. Oh Gottchen. Happig, happig. So. Wir brauchen ein Level Up. Oh Gott, leckt das hier. Seht ihr das? Oh mein Gott. Fraps zeigt immer noch viel FPS an. Das muss also am Server liegen, oder was ist das?
Ja, das ist der Server. Dann habe ich auch immer Desync-Probleme. Ach Gottchen. Heute ist nicht gut. Ich hab 32 FPS und das laggt so komisch. Ja, aber jetzt habe ich mal 28, aber es laggt nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Also ist es am Server. Das kann wahrscheinlich Fraps gar nicht anzeigen, dass der Server, wenn der Server laggt. Sind die FPS immer noch oben. Oh Gott, Gott, noch ganz schnelle. Also die Höhle haben wir schon mal, aber wir erkunden mal nach einem Waltor. Wilmscale doubled. Was ist das für ein Race-Event? 12 Minuten Solar Burst. Oh Gott, nein. Ein Speedrun möchte ich nicht machen. Ach, nervt nicht. Und gebt mir wieder mal ein bisschen Mana. Jetzt kommen noch blaue Champions. Oh Gott. So, Mana habe ich bald voll wieder. Also nicht gerade gut die Ebene zum MFen, wenn man so wenig findet. Ja, manchmal schon, aber da braucht man halt Glück. Weil es sehr großflächig ist, trifft man halt immer wieder auf Gegner, die halt ein bisschen nerven. Dankeschön, Scheißmenü, Gott, Gott. Wieso geht das Menü auf? Dass gleich diese kommen, nein, hätte ich nicht gedacht. Aber da muss man alles erwarten. Oh mein Gott. Ich bin noch nie mit dem so viel gestorben wie in den vorigen Parten, diesen Part. So, nervt nicht. Habt ihr gehört? Hier habt ihr ein bisschen weniger Resistenzen. Ha, ich hab das natürlich die Aura. Wieso ist die Aura immer aus? Wenn man sie drin hat, lasst sie doch drin. Ah, Entwickler, ihr nervt nur noch. Sie haben jetzt erst den Flame Search Spell reingetan und der wurde ja mega gehatet. Also ich fand ihn recht gut, er ist halt für Single Targets eher. Aber ja, der wurde so extrem gehatet im Fall. Und vor allem, weil man mit ihm nicht anzünden kann, aber Anzündung braucht. Da muss man einen anderen Spell noch dazu benutzen und das nervt halt die meisten Leute. Und dann haben sie natürlich immer noch nicht anderes Zeugs eingebaut. Die warten wahrscheinlich immer 4 Monate, bis die Ligas fertig sind. Und dann bauen sie große Sachen ein. Ich hoffe, sie bauen jetzt mal ein bisschen mehr ein. Ja. Meistens immer diese komischen Mikrotranslations. Sie sollten die Konzentration wirklich mal auf Content machen, die, wo man auch Geld verlangen kann und nicht Mikrotranslations, wo ja nur zur Optik ist oder so. Ist ja gut, dass es nur Items gibt, die Optik ansprechen, aber ja, so wird man halt nie ans große Geld kommen. Und ich würde ja gerne Geld für ein besonderes Level oder so ausgeben. Aber es soll nicht spielentscheidend sein für die Leute, die kein Geld ausgeben soll. Also vielleicht mal ein bisschen die Drop-Chance für Maps oder so erhöhen. Für die, die zahlen. Ja, da hatte ich keine Chance. Wenn die Totems weggehen,
dann gehen auch meine Lebenschancen weg. Ich konnte nämlich nicht abhauen, weil die sowieso mitgewarbt werden. So, oh Gott, sind die stark. Es sind einfach zu viele auf einmal, die machen extremen Damage. So, wir gehen noch kurz hier hoch. Hier sieht man es zum Beispiel sehr gut, wann die Gegner erscheinen. Ich muss mehr die Ding einsetzen. Low Resistance, Flammably. Ach komm, sterbe endlich. So. Sterbt endlich. Ach, kein Mana. Wie lange geht der? Oh Gott. Weg geht's damit. Grässliches Ungeheuer. So. Eine Harlekin-Maske. Aha. So. Jetzt gehen wir zu diesem Fairgraves. So, eigentlich wollte ich zuerst die Totems platzieren und dann ihn anreden, aber ich habe es natürlich vermasselt. Ah, töten wir den? So. Ein Kaurimaul. Ah, immer zu viele Items. Gott, oh Gott, mir ist alles voll. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. So. Zu schwach, ja. Oh, 25 Movement Speed. Den nehmen wir mal mit. So. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Hallo. Was ist mit meiner Stimme los wieder? Verschleimter Hals. Ich habe eben Asthma. Und das allergische Asthma wegen Pollenstaub und so. Deshalb ist meine Stimme manchmal nicht so. Das war. So. Ah, Krabben. Hier muss man deutlich weniger vorsichtig sein, weil die Gegner nicht so extrem schnell sind, sich nicht warpen können und so weiter. Vor allem diese Zombies hier.
So heißt hier los. Gott, oh Gott. Wildes Treiben. Ja, und die muss man schnell töten. Das machen sie fetten Damage. Oh, ein Wahlarena. Schon wieder Resistenzfeuer. Gott, oh Gott. Alles ist Resistenzfeuer. Gehen wir kurz hier rein. Ah, auch mehr Lightning Damage. Oh Gott. Das letzte Mal war Feuer Damage. Das heißt Lightning Damage. Oh Gott. Und manchmal nervt es ein bisschen, dass der Charakter zuerst läuft und dann den Totem spawnt. Wahrscheinlich ist einfach die Reichweite ein bisschen zu begrenzt. Das nervt ein bisschen, dass... Das erhöht nicht gerade die Survival. So. Jetzt schon. So. Ta 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 ta. Trollolo. Trollolo. Nicht mich attackieren. Weg damit. Weg damit. Mit diesen ulkigen Gegnern. Oh Gott. Ja, genau. Yeah. So ist doch gut. Habt ihr den Bug gesehen? Die Animationen waren gefriest. Oh mein Gott. So, geht doch auf mich. Ihr blöden Gegner. Oh, was ist denn mit den Legs? Heute ist wirklich schlimm. Gott, oh Gott, ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Schlimm, dieser, schlimm. So. Mehrere Totems sind einfach nicht erschienen, das nervt ein bisschen. So, aber vorwärts kommen wir wenigstens, auch wenn langsam. Hallo? Hallo, Leute! Ich bin der Große. Autsch. Ach Mana, du bist scheiße. Geh weg. Ja, danke, ich kann... Ah, ich bin da an einer Ding gewesen. Hallo. Mach doch mal was. Ich kann nichts platzieren. Ich bewege mich immer falsch. Das ist ekliger bei so vielen unterschiedlichen Ebenen, und wir haben wenigstens
Aber wahrscheinlich wieder die gleich. Ja, die habe ich schon mal. Ach man, und man findet eigentlich immer nur die gleichen Unix. Semitel mit. Eine goldene Platte ist hier noch. Ah, schon wieder voll. Es nervt einfach nur qualvoll. Hier ist Increased Armor. Naja, wir haben sicher besser. Regeneration, das ist nicht schlecht. Sonst ist es scheiße. Nein, nehmen wir nicht. Also 110, nur 10 Increased Movement Speed. Ist das Maximum oder ist das schlecht? Eigentlich sieht es trotzdem recht gut aus. Und hier haben wir Resistenz, Resistenz. Auch schlecht. Okay, nochmal eine Dusk Sacrifice. Okay, dann sage ich hier mal bye. Meine Katze braucht zu essen und ich muss nachher schon wieder zum Doktor. Gott, oh Gott. Und ja. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde weiter hier mit diesem Charakter suchen und werde ihn dann, wenn ihr wollt, nochmals spielen, zeigen und so weiter. Also, bis denne, Dankeschön, bye.